Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager. Heute geht es aber nicht direkt im Wochenendmenü los, sondern erstmal hier im normalen Monitor, denn ich möchte ein bisschen erläutern, warum habe ich mich gegen Magnussen entschieden. Ich musste mir anhören, dass es die falsche Entscheidung ist, bis hin zu, wie dumm bist du, warum Kevin Magnussen. Da übrigens schöne Grüße an Joey Zockt und willkommen auf der Bannliste. Weil ich das nicht cool finde, grundsätzlich so eine Aussage. Man kann es ja hinterfragen, man kann mich auch nach den Gründen fragen, haben viele getan und denen möchte ich das jetzt gerne erläutern. Zum einen haben wir den finanziellen Aspekt. Wir haben Giuliani, der uns pro Rennen ein bisschen weniger kostet, also grundsätzlich 50.000 weniger ungefähr. Das ist was Kleines, Verschmerzbares. Wir haben 600.000 weniger ungefähr, die Magnussen bei Vertragsbruch gekostet hat. Bedeutet, wir hätten hier 6 Millionen Ausgaben gehabt, bei Magnussen hatten wir glaube ich 5,4 Millionen. Und außerdem, sehr geehrte Damen und Herren, ist der Kollege Paydriver. Und wir kriegen 885.000 pro Wochenende, wo Giuliani in einem Rennen fährt. Das ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der Kohle. Und außerdem hat er eine etwas bessere Vermarktbarkeit. Er hat 100%. Und wenn wir jetzt mal Kevin Magnussen suchen, der Kollege hat 94%. Party ohne Ende, Marktfähigkeit plus 15. Aber genauso hat, glaube ich, auch Giuliani ein, zwei Punkte. Genau, angehendes Model plus 10. Insgesamt ist er aber über Magnussen, auch was das angeht. Neben dem steht allerdings auch der sportliche Erfolg im Vordergrund. Selbstverständlich. Und da schauen wir mal. Giuliani hat schon mal einen zweiten Platz geholt. In dem Rennen hat Magnussen einen dritten geholt. Und außerdem hat Giuliani insgesamt besser gepunktet als Magnussen. 10 zu 6. Natürlich ist das in gewisser Weise auch ein bisschen daran dem verschuldet. Und ich starte jetzt auch mal direkt das Wochenende. Es ist natürlich auch ein bisschen dem verschuldet, dass ich hin und wieder mal ein Rennen ein bisschen versaut habe. Das geht aber, glaube ich, so ein bisschen auf beide Fahrer zurück. Ich glaube, beide haben ein bisschen Pech gehabt, dadurch, dass ich ein bisschen manchmal schlecht reagiere oder so. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir doch gesehen, dass Giuliani durchaus einen etwas besseren Job abliefern konnte. Und weil da etwas Unverständnis auch ein bisschen geherrscht hat, da hatte jemand geschrieben, Magnussen hatte den Super-Überholmodus, warum hast du ihn rausgeschmissen? Da kann ich an der Stelle erläutern, das ist eine Eigenschaft vom Rennmechaniker. Es klingt nach einer Eigenschaft von einem Fahrer, aber es ist eine Eigenschaft vom Rennmechaniker. Und okay, bei Vettel war der Abtrieb schon sehr, sehr eingegrenzt. Da können wir hier auch mal in eine sehr hohe Region gehen. Gut, alles mal so testen. Ja, und wie gesagt, da wurde ich halt darauf hingewiesen, er hat den Super-Überholmodus. Aber wie gesagt, es klingt nach einer Fahrerfähigkeit. Es ist aber eine Fähigkeit, die auf den Rennmechaniker zurückzuführen ist. Deswegen wird Vettel irgendwann auch den Super-Überholmodus haben. Keine Sorge an der Stelle. So, und deswegen ist Kevin Magnussen eben aus dem Programm raus. Und wenn ihr euch mal zurückerinnert, Magnussen war derselbe Typ, der irgendwann recht arrogant wurde und meinte, hey, ich bin der Tollste, ohne mich würdet ihr nichts schaffen. Insofern auch ein wenig ein arroganter Bengel. Wir haben coole Zeiten erlebt, aber jetzt an diesem Wochenende möchte ich definitiv nicht daran denken, wen wir jetzt rausgeschmissen haben und so weiter und so fort, sondern wir denken an einen vierfachen Weltmeister, der hier frisch am Start ist für unser Team und nach einer langen Arbeitslosigkeit endlich in die Formel 1 zurückkehrt. Schöne Sache. Wenn wir jetzt noch Hamilton für Giuliani verpflichten können, das wäre geil. Also für Giuliani spricht einfach viel. Die Ergebnisse sprechen für ihn. In den Rennen war er auch ähnlich gut unterwegs wie Magnussen. Und auch das Finanzielle, ja, spricht halt für ihn. Ansonsten, gab es sehr, sehr viele Kommentare zum Monaco-Vorfall, Zwischenfall, zur ganzen Monaco-Debatte. An der Stelle, nochmal gesagt, ich wollte da eigentlich keine weitere Debatte lostreten, aber es hätte mir klar sein müssen, sobald ich es erwähne, dass da eben auch viele Kommentare folgen werden, die dazu Stellung nehmen. Aber so, ich möchte das Thema jetzt abschließen. Ich werde jetzt auch keinen Punkt nennen und so weiter und so fort, sondern für mich ist es halt immer noch so, es gibt einige Sachen, die sehr suspekt wirken. Ein Punkt sei genannt,
Warum sind die nicht unmittelbar hintereinander reingekommen? Das ist so eine Sache, weil das würde dieselbe Strategie implizieren. So wie es jetzt passiert ist, waren es zwei unterschiedliche Strategien. Aber jetzt haken wir das Thema ab und springen zu einem anderen Thema, nämlich von einem Mal in die Nesseln setzen zum anderen Mal. Nämlich hatte ich auch im Video letztes Mal gesagt, dass man beim 24-Stunden-Rennen, ich habe ja ein bisschen vor dem Wochenende geplaudert, dass man da keine Fahrer vom Karat, keine so Hochkaräter hätte wie Hamilton oder Sebastian Vettel. Und da wurde ich unter anderem von der Typ von nebenan darauf hingewiesen, dass es durchaus auch GT-Piloten und so weiter und so fort gibt. Also in der VLN speziell hat er jetzt gesagt, Leute wie Marco Wittmann oder Eduardo Mortara, die auch durchaus in der Formel 1 bestehen könnten. Und das war so eine Formulierung, bestehen könnten, wo ich ein wenig stutzig wurde unter anderem auch. Aber statt jetzt direkt so darauf einmal Stellung zu nehmen, kann ich ja mal grundsätzlich ein bisschen ausholen, weil ich finde, das ist auch ein interessantes Thema. Kann ich mal grundsätzlich ausholen, wie meine persönlichen Ansichten sind hinsichtlich der Fähigkeiten verschiedener Fahrer. So, es gibt ja die Leute, die zum Beispiel auch direkt IndyCar-Piloten jegliche Fahrfähigkeiten, Fertigkeiten absprechen. Wobei, da muss ich sagen, hey Leute, IndyCar gibt es nicht nur im Oval. Kleiner Hinweis. Aber grundsätzlich, ja, es gibt viele Rennserien. Und es ist extrem schwer, diese viele Rennserien zu vergleichen und vor allem die Fahrer zu vergleichen und dann ein endgültiges Urteil zu fällen. Wer ist denn jetzt der beste Fahrer? Und ich nehme jetzt mal keine Rennserie dazu, sondern wir schauen uns mal die Formel 1 an sich an. Wie gut sind beispielsweise Leute wie Raikkonen 2014 zurechtgekommen oder 2013 zurechtgekommen? Ich behaupte mal, 2013 hat Kimi extrem gut das Potenzial des Autos ausnutzen können. 2014 dann schon eher nicht. Oder schauen wir uns beispielsweise einen Sebastian Vettel an, der 2014 Probleme hatte mit dem Red Bull, 2013 allerdings unschlagbar gut war. Und ich glaube, dass wenn man 2014 und 2013 einen Ricciardo neben Vettel gehabt hätte, man hat gesehen, 2014 war Ricciardo besser als Vettel, aber ich glaube, 2013 hätte Ricciardo nicht gegen Vettel gewinnen können. Ich glaube, das sind so grundlegende Sachen, die halt bei einem Fahrer stimmen müssen. Vettel ist ein Pilot, der mit guter Downforce, mit gutem Grip unfassbar gut zurechtkommt. Und ich denke, dass wenn diese Faktoren ein bisschen weniger da sind, so wie es halt 2014 vor allem der Fall war, dass es halt auch einen negativen Einfluss haben kann. Aber auch da kann man sagen, es sind viele Faktoren. Ja, also ich habe es jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Grundsätzlich gibt es vieles weiteres, was es beeinflusst. Was ich damit sagen möchte, meine Kernaussage ist, auch innerhalb einer Rennserie können sich Reglements und so weiter und so fort ändern, so dass ein Pilot plötzlich nicht mehr so gut zurechtkommt. Ich habe das Beispiel genannt, Kimi Räikkönen 2014. Auch da glaube ich, wenn er 2013 im Lotus gegen Alonso gefahren wäre, ich glaube, dass Alonso ihn nicht so deutlich besiegt hätte, wie er ihn 2014 besiegt hat. Insofern, an dieser Stelle sei gesagt, es ist immer vom Reglement abhängig. Wie gut kommst du mit den aktuellen Abtriebseinstellungen voran? Vor allem, wo liegt der Abtrieb, der Fokus auf dem Abtrieb? Also Vettel war ja jemand, der sehr, sehr gern früh aus der Kurve raus beschleunigt hat. Und es gab ja Gerüchte, Red Bull habe eine Traktionskontrolle. Auf jeden Fall fuhr sich das Auto so, als hätte es eine. Beziehungsweise es lag auf der Hinterachse unfassbar stabil. Und damit kam Vettel zum Beispiel sehr gut klar. Und wie gesagt, es gibt unheimlich viele Unterschiede hinsichtlich, wie kommt man mit einem gewissen Fahrzeug zurecht. Und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, Raikkonen Alonso und Ricciardo Vettel, und gesagt, okay, in dem einen Jahr könnte es so aussehen, im anderen könnte es ganz anders aussehen. Und ich bleibe dabei, dass es genau so sein könnte und dass es wahrscheinlich auch so sein würde, beziehungsweise die Möglichkeit besteht halt einfach. So, was möchte ich jetzt damit sagen? Es gibt viele Rennserien,
Und ich glaube, in diesen vielen Rennserien gibt es verschiedenste Fahrzeuge. Und ich denke mal, irgendein Fahrer wird für sich immer ein anderes Fahrzeug perfektionieren können. Ich denke mal, wenn man irgendwie alle Fahrzeuge mal nimmt und dann eine Durchschnittszeit erörtert und sagt, okay, sagen wir mal, Sebastian Vettel fährt jetzt Nesca, Indica, Formel 1, GT3 Fahrzeug, außerdem hier auch noch, wie heißt es, ein DTM Fahrzeug und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt nehmen würde und sagen würde, okay, Sebastian Vettel fährt jetzt diese ganzen Autos, Rallye-Auto nehmen wir auch noch mit dazu und fährt gute Zeiten und ist im Durchschnitt, wenn man alle Fahrzeuge hinzunimmt, im Durchschnitt schneller als, keine Ahnung, Lewis Hamilton. Ist er dann besserer Fahrer oder nicht? Und die Frage ist, kann man so eine Fahrerqualität bewerten? Ich glaube halt, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Und als ich gesagt habe, unter anderem auch, dass Tourenwagensport nicht so hoch anzusiedeln ist, ich habe es ja durchaus impliziert mit der Aussage, dass Formel 1 einfach über Tourenwagensport liegt. Als ich das gesagt habe, ich muss auch sagen, ich stehe weiterhin hinter dieser Aussage und ich glaube, dass es in gewisser Weise auch stimmt, weil eben Formel 1-Piloten auch körperlich Anforderungen haben, die extrem hoch sind. Also ich glaube, Indycar kann man so ein bisschen vergleichen mit den hohen Kurvengeschwindigkeiten in Ovalen. Die fahren ja teilweise 370 km/h durch. Allerdings sind das nie so technisch anspruchsvolle Kurven wie beispielsweise Eau Rouge. Da fährst du mit 300 durch und musst auch noch währenddessen einmal nach links, dann nochmal nach rechts und dann links nochmal. Ich glaube halt grundsätzlich, klar, es gibt auch da unterschiedliche Anforderungsbereiche. Du musst halt bei einem 24-Stunden-Rennen beispielsweise, wenn du dir zu dritt das Cockpit teilst mit anderen, da musst du einfach auch geistig 8 Stunden lang auf der Höhe sein im Durchschnitt. Ja, vielleicht fährst du mal ein bisschen länger oder kürzer, aber 8 Stunden ist so der Richtwert. So lange müsstest du fahren, wenn alle gleich viel fahren. Da musst du halt auf der geistigen Höhe sein, klar. Allerdings glaube ich halt, dass wenn du so eine Peak-Leistung anfragst, beziehungsweise in den Formelsport gehst, ich glaube halt, dass da, wie gesagt, die einzelne Anforderung an die Physis, an den Nacken und so weiter und so fort, das hat man ja auch mitbekommen, dass Pascal Wehrlein vor allem im 2017er Fahrzeug sehr viele Probleme hatte. Ich glaube, da gab es auch Diskussionen, dass er im 2016er Auto viel weniger Probleme gehabt hätte. Vor allem 2017 ist halt die Anforderung in der Formel 1 nochmal deutlich höher geworden. Die G-Kräfte sind teilweise von einer Kurve, von einem Jahr zum anderen, um 1,5 gestiegen. Die G-Kräfte, die da auf einen wirken und vor allem auf den Nacken halt. Und ich glaube da durchaus schon, dass Leute wie Jolyon Palmer oder Lance Stroll durchaus auch zeigen, dass sich vor allem im aktuellen Reglement halt gute Piloten, und ich möchte wie gesagt nicht anzweifeln, dass GT-Piloten gute Piloten sind oder sehr gute Piloten von mir aus, aber ich glaube, dass man den Unterschied von sehr guten Piloten, wie es GT-Fahrer sind und die vielleicht in der Formel 1 bestehen könnten, in Anführungszeichen, und nahezu perfekten Piloten habe ich es da genannt, dass man den Unterschied jetzt halt sieht. Ich glaube, jemand wie Lance Stroll ist jemand, der durchaus in untereren Klassen durchaus Erfolge feiern könnte. Aber für die absolute Weltspitze, was den Formelsport angeht, wird das, glaube ich, nicht ganz reichen. Und ja, ich glaube, dass Formel-1-Fahrer im Endeffekt doch einen Ticken besser unterwegs sind als andere Piloten. Allerdings muss man auch da trennen Rundstrecke von beispielsweise Rallye. Und ich glaube, bei Rallye, das sind ganz andere Anforderungsgebiete. Also, ich selbst sage das zwar jetzt so deutlich, dass Formel 1 zum Beispiel über GT-Sport liegt, zumindest was die körperlichen Anforderungen angeht. Ich sage mal, ein 4-Stunden-Rennen oder so ist nicht so anspruchsvoll wie ein Formel 1-Rennen für den Körper. Heidewitzka, Vettel hinter Giuliani. Alles klar. Komisch.
Also, wie gesagt, das ist so eine Sache, die muss man sehr stark relativieren. Zum einen sage ich zwar, dass es fordernder ist als GT-Sport. Andererseits relativiere ich das auch immer und sage, okay, du musst vielleicht auch beim GT-Sport, du brauchst definitiv diese Fähigkeit, 8 Stunden konzentriert fahren zu können. Das sind natürlich ganz andere Sachen, die gefragt sind da. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Formel-1-Fahrer sich durchaus ein bisschen besser anpassen könnte, als ein GT-Pilot sich an Formel-1-Auto anpassen könnte. Und ich glaube, dass es auch da einen gewissen Grund gibt, warum ein Lewis Hamilton ein Hamilton ist, ein Vettel ist und warum die so dicke Knete in der Formel 1 verdienen und warum nicht GT-Piloten für sie verpflichtet werden, stellvertretend. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es sind auch so unterschiedliche Anforderungsbereiche und wenn man sich das einfach mal anschaut, Rallye zum Beispiel, du brauchst ganz andere Fähigkeiten dafür und wenn du... Ja, 13. Platz, damit ist leider Giuliani draußen, aber Vettel auf 13 immerhin. Wenn ein Fahrzeug safe weiter ist, das wäre super. Sainz könnte sich hier noch verbessern. Aber bei Bottas, das wird auf jeden Fall reichen. Und Sainz auch, oder? Uiuiui, jetzt wird's eng für Vettel. Moment, wir müssen unser Thema kurz pausieren. Ja gut, rausschicken bringt jetzt nichts mehr. Der Regen könnte uns retten. Ah, war eine Verbesserung, aber 19. Der 19. Platz ist es. Schön. P17 und von mir aus 15 wäre auch gut. Ich glaube, Vettel wird da im Rennen auf jeden Fall ein bisschen mehr durchheizen können. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde es auch nicht so hundertprozentig stehen lassen, dass Formel-1-Fahrer die absolute Elite von allem sind. Aber ich glaube, dass sie sich deutlich nochmal unterscheiden von der fahrerischen Qualität her von anderen Rennserienpiloten. Aber gut, das ist auch vielleicht der Grund, weil sie sich halt auf Formelsport fokussiert haben und weil sich andere auf Tourenwagensport fokussiert haben. Aber auch zum Beispiel, was GT-Sport angeht, da muss man aber auch sagen, da gibt es sowas wie die Traktionskontrolle, wie ABS. Das sind so Sachen, die kannst du als Formel-1-Fahrer nicht einfach so voraussetzen, sondern das gibt es halt in der Formel 1 einfach nicht. Du musst die Bremsbalance vor jeder Kurve ändern, du musst den Motormodus vor jeder Kurve ändern und so weiter und so fort. Das ist ein unheimliches Multitasking, was du da betreiben musst. Und deswegen auch da Formel 1, das ist halt nun mal irgendwo immer ein bisschen fordernder, glaube ich, als andere Sachen. Aber gut, kann man geteilter Meinung sein. Ich finde, wenn man das so herunterbricht auf alles Mögliche, dass meiner Meinung nach mindestens eine Motorsportart... Wir reden gerade über vierrädrige Motorsportarten, also nicht, dass Motorradfahrer sich jetzt gedisst fühlen, dass ich das jetzt außen vorgelassen habe. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das sind nochmal ganz, ganz andere Fähigkeiten, aber ich finde zum Beispiel Rallye-Fahrer. Rallye-Fahrer haben, oh Gott, unglaublich lebensmüde, aber ich finde es cool. Ja, also nicht im negativen Sinne lebensmüde, aber Rallye ist echt krass. Also wirklich, du musst da unfassbar konzentriert sein. Du musst den komplett kühlsten Kopf bewahren, den du haben kannst. Und was bei Rallye immer krass ist, in der Formel 1 weißt du ja, wie die Strecke zum Beispiel ist. In der Rallye nicht. Da könnte eine neue Bodenwelle sein, die erst seit 2 Monaten da ist und du bist die Rallye erst ein Jahr vorher gefahren. Und dann weißt du das natürlich nicht, ob da eine Bodenwelle ist oder nicht. Pech gehabt. Und dass die da teilweise mit 200 km/h irgendwie Sprünge von über 100 Metern machen, verrückt, wirklich verrückt. Also Rallye, da ziehe ich sowas von meinen Hut vor, auch wenn man sich mal anschaut, wo die teilweise vorbeifahren und meine Güte, ey, die Aussicht ist schön, der Gedanke da runterzufallen, eher nicht. Aber ja, ich denke, irgendwo im Motorsport wird jeder so seinen Platz finden und ja, beispielsweise, dass jetzt ein Juan Pablo Montoya die Race of Champions gegen Massa, Wehrlein und Co. gewonnen hat. Das wäre dann wieder sowas, was zeigt, okay, auch ein gut Ex-Formel-1-Fahrer einerseits, aber ein mittlerweile schon ein Fahrer, der schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Formel 1 ist, der fährt quasi aktuellen Formel-1-Fahrern so ein bisschen um die Ohren im Race of Champions.
da sieht man wieder, es kommt wahrscheinlich aufs Auto an. In dem aktuellen Formel 1 Auto wäre es wahrscheinlich, ich bin absoluter Montoya-Fan, aber wahrscheinlich wäre es da in dem aktuellen Formel 1 Auto eine klare Tendenz in Richtung Massa und Wehrlein. Wie das Duell dann ausgehen würde. Aber gut, das wäre, glaube ich, genug auch mal zu dem Thema. Ich denke, jeder findet so seine Nische. Jeder kann das, was er macht, einfach gut, weil er das eben tut. Ist eine geile Aussage eigentlich. Aber ja, das war im Endeffekt meine Meinung. Ich weiß nur, ich würde gern irgendwann im Motorsport unterwegs sein. Da ist mir egal, ob Formel 1, IndyCar, GT-Sport, Tourenwagensport, was auch immer. Ich will in den Motorsport. Eindeutig. Das wäre der absolute Hammer. Gut. Ansonsten P15 jetzt für Vettel. Tut mir leid, Sepp, aber besser wird's leider nicht. Ich hoffe, dass er nicht allzu demotiviert wird durch sowas, weil wart ab, lieber Sepp. Du wirst im Rennen vor allem, denke ich mal, ganz gut abschneiden und wir werden in der kommenden Saison richtig stark sein. Ja, ich hoffe, dass uns das jetzt nicht quasi wieder um die Ohren schlägt alles. Wäre natürlich echt schlimm, wenn er jetzt direkt wieder das Team verlassen würde, denn im Moment wägt er Angebote ab, hieß es. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich hoffe da einfach nur, dass wir mega fett Kohle bekommen, falls er doch einen Vertragsbruch begeht. Wobei, wir haben ihm Handgeld gezahlt. Wir haben Magnussen eine Ablösesumme bezahlt, beziehungsweise die Kohle für einen Vertragsbruch. Das wäre nicht so geil alles. Also Vettel soll bitte bleiben, mindestens ein, zwei Rennen. Und dann wird er schon sehen, was Sache ist. Gut, Daniel Ricciardo wahrscheinlich auch auf Pole-Kurs. Wir können den letzten Stint ein wenig skippen. Ansonsten können wir gleich gespannt sein auf die Leistung, die Sebastian Vettel dann im Rennen abliefern wird. Gut, ansonsten Shadow Xu haben wir geschrieben, wenn du die Situation beim 24-Stunden-Rennen schon magst, wirst du die VLN 6-Stunden-Rennen lieben. Ja, ich bin auf jeden Fall anderen Serien gegenüber, zumindest Live-Besuchen auf jeden Fall, sehr viel aufgeschlossener jetzt und habe auf jeden Fall Bock, da irgendwie irgendwo mal wieder vorbeizuschauen, auf jeden Fall, und hoffe, dass das auch klappt. Danny Quert holt sich doch die Pole gegen Daniel Ricciardo. Krass. Ja, und ich denke, dass man mich da auch immer wieder bei verschiedensten Rennserien jetzt sehen wird. Bei der Formel 1 muss ich mal gucken, ist auch cool, aber nicht unbedingt immer perfekt. So, ja, die Reifen bei Giuliani, 22 Runden geht das Rennen. Da würde ich eigentlich bei den Piloten fast schon Softreifen bevorzugen, ne? Also 14 Runden Sprit, auch hier Softreifen. Warum habe ich die Fähigkeit Krankenpfleger jetzt nicht mehr? So, aber er hat auch weitergeschrieben. Ja, genau, nämlich, dass man bei der VLN auch durch die Boxen laufen kann. Und die Teams alle super entspannt da sind. Und ein Tipp von ihm nochmal zum Motorsportmanager war, dass ich die verschiedenen Interviews nicht skippen sollte. Denn es gäbe ja auch sowas wie, dass zum Beispiel man gefragt wird, was man von Daniel Ricciardo hält. Und wenn man sagt, ist ein guter Pilot, dass er dann vielleicht zusagt für oder offen für Verhandlungsgespräche ist. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Habe ich nicht dran gedacht. Wir hatten halt nur einfach immer wieder negative Interviews. Deswegen war ich da eher abgeneigt. Aber guter Punkt. So, let's go. Heim-GP von Lance Stroll und Rückkehr von Sebastian Vettel in der Formel 1. Das sieht schon gut aus. Bisschen was von der Batterie verwenden, damit
wir die 100% nicht voll kriegen. Und Safety Car. Ah, da hätte man auf Ultrasofts oder so starten können. Also aus Giulianis Sicht kann ich fast nochmal einen Boxenstopp eigentlich machen. Hat nur 3 Positionen, die er verlieren würde. Ach komm, nee. Quatsch. 12% Reifenabrieb. Na wobei, wenn kein anderer an die Box geht... Doch, doch. Wobei, verliert man hier so viel Zeit an der Box? Schwierig. Ah, okay, gut. 15. Platz für Giuliani jetzt. 9. Platz für Vettel. Ja, ich glaube, das Comeback läuft bis jetzt ganz okay, ne? Jojo, Leute. Die Reifen... werden schon noch. Prozent der Batterie. So, direkt im Überholmodus jetzt. Und der 4. Platz für Vettel. Wahnsinn. Die Leute müssen alle jetzt nochmal in die Box. Das heißt, er wird gleich seine ersten Führungskilometer schon fürs Team haben. Und der Boxenstopp für beide Fahrzeuge wird tendenziell kürzer sein, denn wir haben einen sehr, sehr niedrigen Spritverbrauch gehabt. Und wir können jetzt auch die Reifen natürlich ein bisschen härter rannehmen, tendenziell. Nicht zu hart, denn wir wollen noch ein paar Reserven zum Ende des Rennens hin. Aber auf jeden Fall können wir die ein bisschen härter rannehmen, denn, ja, sieht im Moment ganz gut aus. 7 Runden gefahren und wir haben noch 59% auf beiden Fahrzeugen. Und Vettel jetzt an den Podiumsplätzen dran. Ja, und die ganz vorne, die kommen gleich an die Box. 3. Platz, 2. Platz jetzt. Und Giuliani. Ja, die Ferrari waren clever, die haben schon vorher gestoppt. Ob sich das langfristig auch rechnet, man weiß es nicht. So, auf jeden Fall kann man hier mit Vettel, glaube ich, in Runde 12. Oder 11 und 12 würde ich auf jeden Fall rechnen mit den Boxenstops. Oder 12 und 13 vielleicht. So, Runde 11. Da kommen wir rein mit Sebastian Vettel. So, 13 Runden Sprit insgesamt. Ich glaube, einige Fahrer müssen hier definitiv 2-mal insgesamt an die Box gehen. Wobei, eine Runde weniger Sprit. 12 Runden Sprit, wir fahren auf hoch. Ich fahre hier nicht weiter im Überholen-Modus, sondern auf hoch, weil ich glaube, dass es uns durchaus helfen könnte, den Motor ein bisschen zu schonen manchmal.
So, reifentechnisch passt das prima. So, jetzt hat er noch 10 Runden übrig. 11 Runden Sprit dürfte passen. Ah, oh, das Getriebe. Wir haben halt zur Hälfte des Rennens, inklusive Safety Car auch noch, 37% verloren. Das muss repariert werden eigentlich. Hier 30% verloren, das dürfte hoffentlich passen. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall das Getriebe reparieren. Das tut mir sehr leid für Giuliani, aber das ist notwendig. So, und Sebastian Vettel im Moment auf dem 3. Platz. Kwiat und Hashimoto noch vorne. Hashimoto war in der Box und ist immer noch vor uns. Eieiei. Ja, die Top-Teams sind natürlich eine ordentliche Stange noch entfernt. Aber das Schöne ist, wir können konkurrieren. Und das ist der Unterschied zwischen einem sehr guten Fahrer und einem Top-Fahrer. Oh nein. Es fängt an zu regnen. Nein, er hat gerade die Runde... Na, okay, gut. Ich glaube, alles andere hätte sowieso keinen Sinn ergeben, hier nochmal irgendwas zu machen. So, no risk, no fun, 25% Batterie. Beide pushen wie Hölle. Bei Sebastian Vettel nehmen wir auch nochmal Heavyweights mit. Ich lade hier gar nichts auf. Bei Vettel ist es mir nicht wert. Das wäre mir zu viel Risiko. Und da fahren einige weiter. Die fahren weiter. Der 10. Platz im Moment. Es war vielleicht eine Runde zu früh. Ich glaube, auch da muss man relativieren. Ich glaube, wir sind auch pace-technisch einfach nicht perfekt aufgestellt. Das Auto ist halt immer noch der Jordan. Man sieht den klaren Unterschied. Giuliani ebenfalls nicht so stark. Jawohl, hier vorbeigezogen. Easy peasy. 15. Platz, vielleicht P14. Aber ansonsten Vettel bei seinem ersten Rennen wird definitiv punkten. Und das ist für mich auf jeden Fall schon gut genug. Auch wenn es hier erstmal nach mehr Punkten aussah, aber die Konkurrenz ist halt schon sehr stark und das ist der erste Punkt, den wir uns jetzt seit 2-3 Rennen, glaube ich, wiederholen. So, 2,5 Sekunden. 2 Sekunden ungefähr noch zu Ricardo. Oh, die haben aber alle noch super viel von der Batterie übrig. Na gut, das wird auf jeden Fall schwer werden. Drei Sekunden Abstand zu Stroll. Zwei Sekunden jetzt nur noch. Und Hashimoto gewinnt das Rennen und Sebastian Vettel in seinem ersten Rennen für uns holt auch seinen ersten Punkt und er ist sogar zufrieden.
Er ist zufrieden mit einem 6. Platz. Ja, Leute, hammermäßige Sache. Ja, und Giuliani ist da nicht so erfreut über das Rennen. 38 Sekunden der Unterschied insgesamt. War aber nicht mal so schlecht, das Rennen, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich hätte eventuell das so kalkulieren können, dass ich da... Ja, Ultrasoft oder so bis dahin fahre, aber... Hätte, wäre, wenn... Der Regen hätte auch noch 2-3 Runden später einsetzen können oder viel früher. Und da wäre man mit einmal Soft besser beraten gewesen und dann direkt in Runde 10, 11, 12 oder so zu wechseln. Ich bin happy. Ich bin happy. Vettel holt den ersten Punkt direkt am ersten Rennwochenende von ihm. Und wir können nochmal einen Punkt zu Scuderia Toro Rosso aufschließen. Jetzt fehlt uns noch ein Punkt zu denen. Und mit 2 wären wir vorbei. Ja, also zweimal noch so ein Rennen und alles ist perfekt, Leute. Hammergeil. Super gelaufen. Ja, es sah zwischenzeitlich nach einem Podium aus. Aber man muss auch da relativieren. Wir waren auf einer 1-Stop unterwegs. Auf einer 1-Stop. Die anderen waren auf einer 2-Stop unterwegs. Wow. Moment mal. Das ist aber nicht eine wöchentliche Veränderung, oder? Das ist aber nicht eine wöchentliche Veränderung, dass der so viel schlechter wird. So, Interview mit Marsa oder Marca. So. Och, da gibt's noch nicht mal ein Minus. Schön. Fahrrivale Lance Stroll. Ich glaube, niemand würde gern mit Lance Stroll in einem Team fahren. Wobei, neben ihm sieht man, glaube ich, ganz gut aus, fahrerisch. So, aber... Moment, zeig mir mal bitte, was hier los ist. Minus 2% pro Woche. Oh Gott. Ja, also Leute, wir können ihn, glaube ich, noch ein oder zwei Saisons definitiv halten. Restliche Vertragszeit 2 Saisons plus den Rest dieser. Ach, die Moral ist verbessert worden. Sehr schön. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Na, also nichts gegen den guten Sepp. Habe ich auch in der Monaco-Sache eigentlich die ganze Zeit gesagt. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir die besten Piloten haben. Und wenn es mit dem Alter nicht mehr ganz passt, schwierig. So, schön. Hier gibt es auch neue Gebäude, zack. Huiuiui. Budget. Kritisch. So, der neue Frontflügel. Alles auf Zuverlässigkeit stellen. Ach, das sind die Originalbremsen, die 45% haben. Süß. So, ansonsten Finanzen. Ja, nehmen wir mal die 1 Million pro Rennen. Zusätzliche Gelder anfordern. Ja... Gut, also, es wäre aber schon ganz geil eigentlich. Wäre schon ganz schön. Ich meine, wir sind aber auch über dem Ziel. Und deswegen soll er sich mal nicht so anstellen. Bedenken zu Finanzen. Verstanden, Kollege. Oder Chef oder whatever. Na, wie viel haben wir denn fürs nächstjährige Auto angespart bis jetzt? 9 Millionen.
Und wir werden in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennen noch jeweils 1 Million ansparen. 17 Millionen. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier noch ja, 2 weitere Sponsoren kriegen werden. Mit, sagen wir, 5, 6 Millionen Vorauszahlungen. Auch da, also da können wir uns, glaube ich, für die Saison noch absichern. Plus die Kohle, die wir noch fürs nächstjährige Fahrzeug ansparen. Plus das Preisgeld. Und vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr durch Sebastian Vettel. Wer weiß. Moment, die Formel 1 hat... Was? Die Formel 1 hat doch das echte Syndicar. Syndicar, genau. Safety Car. Syndicar, warum nicht? Wie komme ich auf Syndicar? Keine Ahnung. Whatever. So, Frontflügel passt perfekt. Neues Teil, das verbessert wurde. Und ja, nehmen wir irgendein anderes Teil, was jetzt im Moment auch nochmal verbessert werden sollte. Teile einbauen, nicht vergessen. So, und da checken wir nochmal ganz kurz. Zack, zack, das ist richtig. So, hier haben wir beim Motor 100% bei beiden. Sehr schön. So, hier der neue Frontflügel, der geht zu Sebastian Vettel. Beim Getriebe haben wir auch das Richtige alles schon. Zack, zack, das passt auch. Ja, passt eigentlich alles. Gut, ansonsten vom Fahrzeug her. Ja, also wir sind mittlerweile ganz gut im hinteren Mittelfeld angekommen, was die Fahrzeugstärke angeht, oder? Ja, gut. Naja, insgesamt trotzdem auf 9. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's nach Mailand. War mal das Heimrennen von Sebastian Vettel bzw. seinem Team, so gesehen. Ja, jetzt nicht mehr, aber wir kehren trotzdem dahin zurück. Und vielleicht gibt es da nochmal dicke, fette, gute Platzierungen. 6. Platz wäre auf jeden Fall super. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch super gefallen. Das große Debüt von Sebastian Vettel bei uns im Team ist, denke ich mal, geglückt. Der erste Punkt direkt und damit ist er auf 16 der Gesamtwertung. Ich denke mal locker, dass er auf 13 nach vorne kommen kann. Und ja, nach oben gibt es eigentlich kein großes Limit, außer P1 halt. Aber ansonsten sehen wir mal nächstes Mal, wo die Reise denn genauer hingeht. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, habe ich schon gesagt. Meine ich aber auch wieder genauso. Schaltet dann beim nächsten Mal ein, wenn es am 20.2020 weitergeht. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.